Ich habe mich jetzt zwischenzeitlich bestückt mit dem notwendigen Werkzeug. Das eine ist, dass Grieche sie von uns immer zur Verfügung stellt oder geschenkt, sagen wir mal geschenkt, wenn sie bei uns ein E-Bike kaufen. Sie sollte das hier haben. Und das brauchen wir. Und zwar, um hier diesen Verstellmechanismus zu öffnen. Das nennt sich Ausfallende. Und das wird rechts und links am Rahmen, wird es hier mit einer 2-Imbusschraube festgezogen. Und das muss aber nach hinten, denn Sie sehen, aha, die Kette ist ein bisschen lose und es wird es Zeit, dass man sie spannt. Das ist unser Testrad, das hat jetzt einige Kilometer drauf und es wird bei Ihnen genauso sein, dass Sie dann da das beobachten und irgendwann mal sagen, oh ja, jetzt wird es Zeit, das zu spannen. So, ich habe jetzt hier daneben die Schraube gelöst. Das habe ich jetzt gemacht mit dem 5er-Imbus. Drüben auch. Nicht zu verwechseln mit den Ständerschrauben, die nämlich auch so ähnlich aussehen. So. Gut, jetzt habe ich beides gelöst und merkt man schon, dass es wackelt ein bisschen. Nö. Und jetzt gucke ich, ob ich mit dem 4er-Imbus da reinkomme. Hier. Und zwar ist daneben, genau hier, also oberhalb von der Achsmutter, ist ein Loch. Und wenn man da reingeht, aha, da greift da drin eine Schraube und ich merke genau den Widerstand, wenn ich die verdrehe. Ich habe da jetzt mal eine halbe Umdrehung festgezogen. Lässt sich alles mit diesem Werkzeug hier machen. So, daneben drüber ist es genauso das Gleiche. Ich gehe nahe, halbe Umdrehung. Aus dem Grund, beidseitig gleich, damit das Hinterrad gerade nach hinten gezogen wird und dann nicht irgendwo schräg drin sitzt, gell? So, dann, aha, die Kette hat sich schon gespannt. Jetzt drehe ich einmal, denn so eine Kette, Sie sehen das ganz deutlich, tut sich beim Drehen spanne und löse. Das kommt daher, dass diese Zahnräder ja nicht tausendprozentig mittig sitzen, sondern etwas außer Mitte. Und dadurch kommt eine Stellung, in der haben wir die Kette mehr gespannt wird oder weniger. Und dadurch entsteht das Spiel. Und man sollte dort, wo sie am strammsten ist, die Kette, sollten wir immer noch, so, jetzt das hätten wir hier, noch so ein Spiel haben, wo man so ein bisschen hochdrücken kann. Das merkt man, wenn die nicht hart ist und unter Spannung steht, ne? Also so. So ist gut. Ha, und jetzt ziehe ich das Ganze noch fest. Ja. Und dann war das die ganze Geschichte. So, ich nehme dort dazu die Verlängerung. Die Verlängerung, indem ich hier daneben mein Werkzeug aufklappe. Und dann kann ich noch kraftvoller dazu schrauben. Es gibt sicherlich hier noch Anzugsdrehmomente, die man berücksichtigen könnte. Ich bin noch aus der alten Schule und ich weiß, wann es fest ist. So, hier auch. Gut, einmal. Und ja, super. So, ich drehe noch einmal durch. Schön. Hervorragend. Also, so gefällt mir das. Zum Abschluss tun wir jetzt natürlich noch ein bisschen Kettespray drauf, weil, ne, wenn wir schon dabei sind, flechen wir auch die Kette. Wir haben dazu Charlie, das Kettenspray. Das ist ein sehr gutes Produkt, eigentlich für die Industrie, für Förderanlage gemacht. Wir haben aber entdeckt, dass es für unsere Ketten an den E-Bikes optimal ist. Es dringt hier in die Kette ein, schmiert innen drin, ist druckbeständig, auch unter hoher Last. Bleibt es genau in der Lagerstelle so, das war's gewesen. Es bindet jetzt ab die nächsten 1-2 Minuten, sodass dann kein Schmutz mehr hängen bleibt. Und es ist innen drin in der Kette. Gucken Sie mal, wie schön das jetzt geht. So, das gefällt mir. Ja, also, jetzt haben wir mit Erfolg schon die Kette gespannt. An dem Tauberrad. Probieren Sie es auch, es geht ganz einfach. Und legen Sie sich unbedingt so einen Lift daneben zu. Der kostet nicht viel und den hat man immer und du brauchst es einfach, um in dieser Brusthöhe, ne, dass man da gescheit arbeiten kann. Also viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Tschüss.